Hallo und herzlich willkommen zurück zur Hot Wheels Expansion hier zu Forza Horizon 3. Und ja, in den letzten Folgen oder in den ersten, besser gesagt, Folgen sind wir ja immer hier diese Hot Wheels Fahrzeuge gefahren, zum Teil erfolgreich und auch zum großen Teil weniger erfolgreich. Ich hatte schon so meine tiefen Momente, aber kann jetzt ja nur noch besser werden. Ich habe gesagt, in der heutigen Folge möchte ich dann mal so was Normaleres fahren. Allerdings ist mir ja noch aufgefallen oder eingefallen, hey, wir haben ja noch einen Scheunenfund. Lass doch erstmal den Scheunenfund auschecken. Da vielleicht auch mal ein bisschen was tunen. Ja, mal endlich auch mal ein bisschen was verändern an den Fahrzeugen. Und deswegen holen wir uns den Scheunenfund jetzt erstmal ab. Wie es aussieht, ist das ein Fünftürer-Coupé von 1932. Als das Teil rauskam, hat er neu 500 Öcken gekostet. So sieht's aus. Schon mal das Gefühl gehabt, im falschen Jahr geboren worden zu sein? Nee, eigentlich nicht. Ich bin zu grundzufrieden in der Zeit, in der ich lebe. So, ja, den möchte ich jetzt aber auch abholen. Hallo, wo ist er? Ich bin fort hier. Und dann gucken wir mal, was wir da ändern können. Ich denke mal, da kann man auch schon so Richtung Hot Rod-Style aufbauen, oder? Guck mal, Upgrades. Gibt es gleich zwei Stück, die man machen kann. Man kann einmal. Oh, Alter, das ist ja ein Mega-Umbau. Guckt euch mal an, das ist ein komplett anderes Fahrzeug hier. Hat so ein bisschen was von Need for Speed bei das Hot Rod-Update, ne? Da konnte man doch auch so ein Ford Deluxe, glaube ich, umbauen. Mit dieser Vorstellung verwandeln sie ihren Ford Coupé in eine amerikanische Ikone, in dem die Trittbretter entfernt, das Dach abgesägt, übergroße Hinterreifen montiert wird und der Motor hochgepusht wird. Und dann gibt es nochmal eine Steigerung anscheinend. Ja, ist ein bisschen okay. Die hat halt jetzt Offroad-Reifen oder so. Und das ist jetzt. Aber das ist derselbe Text, oder? Nee, hä? Das ist derselbe Text, oder? Ah, nee, Cruiser-Ikone. Okay, das ist eine Cruiser-Ikone und das ist. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns das mal selber an, weil ich denke mal, wir können auch hier in dem Menü einiges ändern, schätze ich mal stark. Wir könnten das einmal so und einmal so machen, quasi. Okay. Und dann könnten wir bestimmt hier noch was machen, schätze ich mal. Ja, die Lippe oder das einfach weg. Hier könnten wir das Dach kürzer, kleiner machen. Oder diesen komischen Flügel hin dran. Hinten könnten wir Koffer weg oder Stoßstangen auch noch weg. Und da könnten wir, okay, das so offen machen. Ganz offen. Irgendwas anderes. Also die Endrohre ändern sich hier ein bisschen. Das so. Oder, ja, oder den Block da vorne dran. Okay. Also mal ein bisschen Möglichkeit. Ich würde sagen, ich will gar nicht so lang eigentlich dann, wenn wir schon die Voreinstellungsmöglichkeit haben, dran rumtunen. Sondern wir nehmen jetzt einfach mal die hier. Die spricht mich jetzt irgendwie ein bisschen mehr an. Auf 800 kommen wir da. Da können wir vielleicht die 800er, ja, das ist beides dasselbe. Da können wir die 800er Kategorien nochmal so ein bisschen angehen. Die A-Klasse, da haben wir ja noch einiges offen, beziehungsweise noch einiges auch verkackt. Ja? Vielleicht können wir da ja dann das ein bisschen nochmal angehen, das alles. Und da gucken wir mal, ob es ein cooles Design schon gibt. Ja, da gibt es doch bestimmt schon was Cooles. Hoffe ich doch mal. Mit Flammen und so passt ja eigentlich immer perfekt. Oder das. Das sieht auch geil aus. Aber gucken wir mal weiter. Ja, Hot Wheels. ist das sogar. Nee, das ist keine Originale, ne? Wo es gibt das auch nochmal Hot Wheels? Würde natürlich jetzt thematisch passen, aber. Ich glaube, ich nehme tatsächlich das erste. Ich fand das eigentlich ganz cool. Die Felgen sind ja geil, der hier so drauf hat. Können wir die auch drauf machen? Die finde ich ja schon cool. Laden wir das mal. Gucken wir mal, wie das aussieht. Wir können ja optische Elemente nochmal anpassen. Das ändert ja nichts am LI normalerweise. Ich lade es jetzt einfach mal drauf. Dieses leicht verrostete, böse Design. So, dann gehen wir noch kurz zu Upgrades. Individuelles Upgrade. Ich glaube, die Felgen waren die Standardfelgen, kann das sein? Wenn ich jetzt hier zurückgehe. Genau, die Standardfelgen. Ich finde die fast sogar geiler, muss ich sagen. Lass die mal nehmen. Könnten wir jetzt noch größer machen. Aber ich glaube, die lasse ich mal so. Und die Teile hier. Es waren hier noch zur Auswahl nur so das Ding nochmal dran. Das lassen wir weg. Auch alles mal. Hier, könnten wir jetzt das ganz offen machen. Ich muss gerade gucken, ne? So. Da, wo sind hier denn die Endrohre? Die sind dann hier hinten, oder was? Nee, wo ist denn das Endrohr? Ist das das? Nee, das ist doch kein Endrohr. Die sind einfach irgendwo.
Hier hätten wir quasi so Art Side-Pipes. Hier offen und hier das. Okay, ich glaube, wir machen dann das da machen. Und wo bitte haben wir gerade jetzt ein LI geschenkt bekommen? Wegen den Felgen wahrscheinlich, ne? Ne, dann machen wir... Komm, wir machen das offen. Weil wir es können. So, ja, wir haben ein LI noch zu vergeben. Dann gucken wir doch mal, ob wir da nicht hier vielleicht irgendwo noch was einbauen können. Jetzt zwar ein bisschen schwerer, das Fahrzeug. Ist aber egal, mehr Leistung. Schadet nicht. Und dann machen wir hier das da noch. Zack. Und dann vielleicht noch... ist da schon alles drin? Ja, da ist schon einiges drin. Das ist alles schon drin. Okay, dann ignorieren wir das mal. Dann, da haben wir auch schon drin. Ich weiß ja nicht, das ist halt immer das Blöde bei dem Ding umbauten. Da weiß man nie, was man dann schon hat. Egal, okay, ich glaube, wir lassen es einfach so. Einstellung installieren. Ja, wir werden ein bisschen schwerer und nehmen aber ein bisschen Leistung zu. Das passt schon. Das passt schon. Ja. Schöner Hot Rod. Schön klassisch. Und dann, gehen wir auf die Strecke, räumen noch mal ein bisschen in der A-Kategorie auf, dass wir da auch mal vielleicht ein bisschen alles so ein bisschen abschließen, was wir da noch nicht gemacht haben. Und ja, gucken wir einfach mal. Des Weiteren, heute ist wieder Forza-Ton am heutigen Tage. Und es wird später am heutigen Tage auch nur eine Forza-Ton-Folge diesbezüglich geben. Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht an der Stelle, okay? So, nur falls die Frage auftritt. Ja, jetzt sind wir erstmal hier bei Hot Wheels noch und dann später gehen wir wieder aufs Festland. Hier haben wir noch eine... Direkt ums Eck ein A-Rennen, was wir noch nicht gemacht haben. Guck mal, dreht aber ganz schön hoch hier, ne? Powerhammer auch, so wie es aussieht. Schaut, So. Und was müssen wir hier machen? 15 Drift, ja, das haben wir ja jetzt schon fast im Schlaf gemacht. Diese 15 Drift-Sachen, ja, das kriegen wir hin. Bam, 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 bam. Ja, diese Hot Rod-Geschichte passt, finde ich, schon ganz gut zu dem Hot Wheels-Thema. Also von dem her schon ein richtig guter Scheunenfund, wenn man es genau betrachtet. Und, oh, guck mal, der Bone Shaker ist auch wieder mit dabei. Na, dann schauen wir doch mal, ob wir mit dem Ding hier rocken können. Ich meine, Kurvenspeed ist so eher nicht so geil. Aber auf das scheißen wir mal. Wenn wir Power haben, können wir auch schon mal viel gut machen. Jetzt hier aufpassen. So. Auf geht's. Oh, sorry. Das wollte ich nicht. Wow. Der Bone Shaker drückt uns hier voll gegen die Wand. Ich hoffe, das Getriebe reicht für diese Beschleunigungsabschnitte, weil wir sind jetzt schon fast im Drehzahlbegrenzer. Wir müssen noch ein paar Drifts machen, auf jeden Fall. Das ist gefährlich. Oh mein Gott, überleben wir das? Ich will gerade aktuell gar nicht driften, aber wir driften automatisch schon so ein bisschen in dem Fahrzeug. Aber wir können uns nach vorne halten, das ist schon mal gut. Und ich glaube, wir müssen aber den sechsten Gang noch ein bisschen länger übersetzen. Einfach wegen diesen Beschleunigungsfeldern, dass wir da das richtig ausnutzen können. So, das Feld habe ich nicht gut ausgenutzt, aber das werde ich jetzt ausnutzen. Tschu! Ja, da bin ich wieder am Drehzahlbegrenzer. Kurvenspeed sind wir echt nicht so stark unterwegs. Ja, das passt schon. Kommt sie durch! Während im Rennen kann ich am Tuning nichts ändern, ne? Nee. Schade. Okay, machen wir danach. Also im letzten Gang auf jeden Fall ein bisschen länger übersetzen. Weil hier ständig im Drehzahlbegrenzer rumjuckeln, habe ich jetzt keine Lust. Weil bei 300 km/h kann man schon mal im letzten Gang in den Begrenzer laufen, aber muss ja nicht sein, ne? Gut, das haben wir schon mal gewonnen. Läuft, würde ich sagen. Kaum sitzen wir nicht in einem reinen Hot Wheels-Fahrzeug, läuft der Hase. Ja? In unserem alten Ford Coupé ziehen wir einfach mal alles ab. So muss das.
Zack. Zack. Und bam, bam, bam. Yeah. So läuft das. 5 Hot Wheels Flammen brauchen wir noch, um die S2-Klasse freizuschalten. Und da wird es dann auf jeden Fall richtig heftig. Aber jetzt räumen wir erstmal hier die A-Klasse noch mal ein bisschen auf und schauen mal, wie es läuft. So, das Erste, was wir machen, ist jetzt Getriebe, bevor ich es wieder verpasse, vergesse. Und zwar der letzte Gang wollen wir ein bisschen länger einfach machen. Und das sollte dann einfach schon mal passen. So, genau, dann gucken wir mal, was wir sonst hier noch so haben. Hier haben wir noch eins, was wir auch noch gar nicht gefahren sind. Rundstrecke. Fahren wir da gleich mal hin. Schon geil, wie man auch so sind, wie er das Lenkrad so hält. Dieses riesen LKW-Lenkrad, so gefühlt. Man sieht auch gar nichts, ne? Von der Strecke. Sehr gut. Also man sieht auch mal gar nichts. Also Cockpit-Fahren hat eine ganz, ganz neue... neuer Schwierigkeitsgrad hier in der Hot Wheels Expansion auf Thrilltopia. Ich glaube, man könnte da auch ein gutes Grip-Münsterchen drauf bauen. Ja, wir haben hier, glaube ich, hier noch die standardmäßigen Reifen von Anno dazumal drauf, ja, die einfach gar keinen Grip haben. Wenn man das überhaupt Gummi nennen kann, was die damals da gefahren sind. Alter, ja, man merkt auf jeden Fall beim Bremsen und bei manchen Kurven, dass das Ding halt schon gut schiebt. Aber naja, sei es drum. Veranstaltung erstellen. Hier müssen wir eine Rundenzeit von 1,52 oder kürzer. Ja, da bin ich mal guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall hinkriegen werden können. Tunsen. Bin ich mal gespannt. Rennen starten! Ja, auch diese Lamellengriffelung, die die da so haben. In den alten Reifen. So, also 3 Runden dürfen wir fahren. Das ist schon mal eine gute Anzahl. Die Strecke sieht sehr verwinkelt aus. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so mega geil für unser Fahrzeug, weil wir doch eher mehr Power haben als Kurvenspeed. Aber ja, beim Rausbeschleunigen geht es auf jeden Fall gut voran. Wir wiegen halt natürlich auch nichts, ne? Das ist halt gerade fürs Beschleunigen schon geil. Leistung haben wir halt mehr als genug. Aber klar, ist halt auch so, ist ja ein Hot Rod Umbau und Hot Rods sind halt ja auch eher auf mehr auf Power als auf Kurvenspeed ausgelegt. Oh, hier rutsche ich automatisch auf eine Alternativroute, die ich eigentlich jetzt gar nicht fahren wollte. Aber ja, jetzt fahren wir sie halt. Vielleicht ist sie sogar schneller, man weiß es nicht. Wir kämpfen uns auf jeden Fall schon mal mehr oder weniger in die Top 3 rein. Oh, hier rutschen wir wieder. Ich will gar nicht driften, aber es geht gar nicht anders bei dem Fahrzeug. So, fahren wir mal dem hier hinterher. Boah, oh, die Dinger hier, die sind so langsam. Ich denke immer, man kann hier schneller durch, aber geht nicht. Und ich nehme jede Bande gerade hier mit. Na, Wahnsinn. Boah. Ja, wer es nicht mitbekommen hat in der letzten Folge, ich habe diese Bremspfeile hier angemacht, aber weil ich gesagt habe, man, es ist fast unmöglich hier mit Gefühl abzuschätzen, wo man bremsen muss oder kann oder wie auch immer. Und deswegen habe ich die jetzt halt angemacht, dass man halt einfach so ein bisschen eine Ahnung schon mal hat, okay, hier sollte ich mal bremsen oder halt eben nicht. Weil sonst kriegt man das hier zum Teil einfach gar nicht mit oder kann das halt schlecht einschätzen bei diesen Strecken. Ich glaube, da hat man auch Verständnis für. Immerhin tue ich mir die eine Schwierigkeit an, hier alles manuell zu schalten, weil das habe ich auch schon jetzt ganz oft gehört. Ja, Ray, mit Automatik fahren, viel einfacher. Das mag zwar sein, aber ich finde es halt einfach mit selber schalten, das gehört einfach ein bisschen dazu, auch bei sowas. Und so schlimm finde ich es eigentlich gar nicht. Wenn man so ein Beschleunigungsfeld sieht, weiß man, okay, man hat jetzt hier einfach ein bisschen höher zu schalten. Ist halt was Besonderes. Ich finde es cool, auf jeden Fall. Hier rutsche ich automatisch wieder hier hin. Aber ich glaube, die Route hier ist auch schneller, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, weil man hier relativ auf einer Ebene bleibt. Gut, beim Ausgang ist man wahrscheinlich nicht so schnell, weil man hier wahnsinnig viel Speed rausnehmen muss, aber man weiß es nicht. Ich schaffe es auf jeden Fall gerade aktuell nicht auf die, auf die andere Route, also nehmen wir die Route. So, jetzt fahren wir mal links lang, würde ich sagen. Mehr anbremsen diesmal. Boah.
trotzdem klatsche ich wieder dagegen. Der Wahnsinn. Komm, 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 komm. Ja, mit dem rocken wir aber schon ganz gut, finde ich. Kaum sitzen wir nicht im Hot Wheels-Fahrzeug. Eigentlich komisch, ne? Normalerweise müssen ja die Hot Wheels-Fahrzeuge hier auf den Strecken abgehen. Wie sonst was. Aber tun sie irgendwie nicht, ne? Lustigerweise. Nice. Aber so passt es im Getriebe auf jeden Fall schon mal deutlich besser. Kann man auch viel besser ausfahren, das Ganze. So, die Rundenzeit haben wir ja schon in der ersten Runde abgeschlossen. Das heißt, da lief es ja schon mal ganz gut für uns. Ja, das ist ein bisschen langweilig, ne? Wenn man das vergleicht so mit den letzten Folgen, da habe ich mich abgequält, überhaupt irgendwie auf Platz 1 zu kommen. Und hier, in dem Teil dominieren wir ja gerade mal alles weg. Mensch, Mensch, Mensch. Hätte ich noch gleich auf die Hot Wheels Fahrzeuge geschissen. Aber jetzt hätte ich es schaffen können. Aber egal. Jetzt bin ich schon hier auf dem gewohnten Weg. Ja, never change the winning route. Oder so. Und diesmal ene mene mu und ja, wir fahren nochmal hier rein. Komm. Nicht anklatschen. Doch, anklatschen. Oh. Ich krieg's ja echt nicht hin anders. So. Jetzt haben wir es fast geschafft. Noch einmal hier diese Steilkurve und dann nochmal einmal über diesen Sprung. Und ich klatsche hier dagegen. Gehört aber dazu. Ja. Und eben, das mit dem Selbstschein ist kein Problem. Jetzt hier, sechster Gang, kurz vor dem Beschleunigungsfeld. Gut, hätte ich eben müssen, weil wir im Drehzahlbegrenzer waren fast. Aber trotzdem, das ist doch gar kein Thema. Also ich finde es jetzt mit dem Schalten nicht so schlimm. So. Und jetzt hier noch einmal runter, dann nochmal hart anbremsen und dann haben wir es schon geschafft. Dann haben wir das Ziel. Dann würde ich sagen, da haben wir ja mal eiskalt dominiert, das Ganze. Richtig Porno, ja? Da gehen wir richtig ab hier. Guck mal, die kommen überhaupt nicht hinterher mit ihren Schlitten gegen unseren alten Ford, der leicht aufgepimpt ist, aber nur leicht. Er kriegt echt scheiße viel Credits, das muss man echt mal so sagen, bei diesem Expansion Pack. Tschu, tschu und tschu und uns fehlen nur noch zwei Hot Wheels Flammen. Nice. Und dann schalten wir die S2-Klasse frei. Das heißt, wir können uns in den nächsten Ausgaben schon mal auf ein bisschen mehr krasse Action freuen. In der S2-Klasse, da gibt es schon ein paar viele geile Fahrzeuge, die wir da fahren können. So, was haben wir denn noch alles? S1 haben wir hier noch zwei, die machen, müssen wir ein andermal machen. Hier hätten wir noch ein Gefahrenschild, können wir angehen, würde ich sagen. Driftzone könnten wir auch noch mal probieren, weil driften tut das Ding schon richtig gut. Ich würde sagen, wenn wir schon mal in der Ecke sind, dann machen wir das doch auch. Ich meine, das könnten wir auch mal noch machen, denn den Blitzer, den haben wir auch noch nicht fertig gemacht. Aber machen wir jetzt erstmal das hier, würde ich sagen. Das Gefahrenschild. Gehen wir da mal hin. Anna, gib die Route vor. Hopp, hopp, hopp. Miau. Wie das rutscht. Das ist wie, wenn man so auf Seife fährt. Mit diesen Reifen. Aber irgendwie hat es irgendwie echt seinen besonderen Charme, muss ich sagen. Ja, jung. Aha, hier ist der Sprung. Wie kommen wir jetzt da hin? Achso, ich fahre jetzt einfach mal die Route. Ich glaube, da kommen wir automatisch dann da schon hin, wenn wir da. Oh, wir sind in der Driftzone. Hier hätte ich jetzt eigentlich auch driften können. Da voll verplant. Dass wir in der Driftzone sind. Reicht es trotzdem jetzt? Weil ich habe ein bisschen spät angefangen. Aber ich glaube, das hat gereicht. Nice. Ich habe ja gesagt, das Ding driftet wie eine 1. Das ist echt der Hammer. So, jetzt müssen wir hier runter. Und dann irgendwie durchs Wasser fahren, oder was? Hä? Nee, hä? Doch, wir müssen... Oh, nee. Ich glaube, wir müssen hier voll durch den Strand ackern. Ich weiß nicht, wie geländetauglich wir sind. Probier es jetzt halt einfach mal aus hier. Ist hier noch vielleicht so ein Schild oder so? Nee, ich sehe gerade nichts. Und dann müssen wir da vorne voll drüber ackern.
Das ist aber nicht leicht, weil da fehlt uns jetzt, glaube ich, ein bisschen die Speed hier. Der sechste Gang war jetzt doch ein bisschen zu optimistisch, glaube ich. Das war nicht so gut. Ich glaube, ich hätte am fünften Gang eher ein bisschen im Drehzahlbegrenzer bleiben müssen, oder? Ja, zwei nur von dreien. Das probieren wir gleich nochmal. Aber wir haben es geschafft. Wir haben die 60 geschafft. Jetzt schalten wir die S2-Klasse frei. Da warten wir mal kurz. In der nächsten Runde. Wechseln wir für die nächsten Strecken zur S2, Boss. Ich habe die Blaupausen gesehen und habe Kopfschmerzen bekommen. Das kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, in der S2-Klasse wäre jetzt richtig verrückt. Da kriegen wir, glaube ich, auch richtig lange Strecken, kann ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, das gibt es dann erst in der nächsten Folge zu sehen. Und die nächste Folge werden wir, keine Ahnung, wann die kommt. Am Wochenende. Also gut, morgen wird es Multiplayer geben. Da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Aber wann jetzt die nächste Singleplayer-Folge kommt, weiß ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Wie gesagt, heute, später am heutigen Tage, wird es noch eine Folge dann auf dem Festland wieder geben zum aktuellen Forsaton. Da schaltet man nämlich auch ein ganz cooles Fahrzeug frei, wie ich finde. Aber eins nach dem anderen. So, jetzt holen wir hier nochmal Schwung. Weil ich habe die Straße entdeckt, obwohl ich nicht mal auf der Straße gefahren bin. Aber okay. Jetzt sind wir auf jeden Fall ein bisschen schneller rein. Aber ob wir jetzt groß weiter springen, weiß ich nicht. Hat es gereicht? Upsala. Nicht überschlagen hier. Ich glaube, es hätte gereicht, oder? Die Animation ist leider weggegangen. Ja, es hat gereicht. Die Animation ist weggegangen, weil es uns zurückgesetzt hat. So, das heißt, die zwei Dinge haben wir auch geschafft. Dann würde ich sagen, machen wir mal. Eigentlich könnten wir diese S2-Driftzone jetzt hier auch machen, oder? Das kriegen wir doch locker hin mit dem Ding. Und den machen wir dann auch noch, auf jeden Fall, diese Blitzerzone. Wir machen gerade noch ein bisschen Blitzer. Wir machen noch Rennen, keine Sorge. Weil dazu ist das Ding natürlich auch in der Lage. Das Ding ist super geil, Mann. Schnappt euch den Scheunenfund und dann habt ihr Spaß ohne Ende. Ihr merkt schon, ganz anderer Ray heute als in den zwei gestrigen Folgen. Nur weil das Fahrzeug was taugt. Vor allem weil das Ding, das fährt die ganze Zeit quer. Trotzdem macht es Spaß ohne Ende. So, das sind wir jetzt ein bisschen zu langsam gewesen für den Blitzer. Den können wir eigentlich auch mal schnell machen, komm. Wenn wir von der Seite nämlich das anfahren, sollte das ja ohne Probleme passen. Von der Power haben wir ja mehr als genug eigentlich, glaube ich. Oder wie viel km/h müssen wir da schaffen? Mal kurz gucken. 322 wird schwierig, weil ich glaube, so viel Power haben wir dann doch nicht. Allerdings mit Zuhilfenahme dieses Beschleunigungsfeldes könnte es vielleicht klappen. Aber nicht, wenn uns irgendein Honky-Tonk da davor fährt. Nee, schaffen wir nicht. Okay, also da brauchen wir auf jeden Fall ein Fahrzeug, was von sich aus schon, glaube ich, an die 300 fährt. Ich glaube nicht, dass wir da sonst diese 322 km/h schaffen können. Das ist, glaube ich, nicht möglich. Das müssen wir dann doch in einem anderen Fahrzeug versuchen. Oder natürlich noch mehr Schwung holen, aber ja, also über 300, also so bis drei, so knapp über 300 schaffen wir schon, aber 322 ist dann, glaube ich, für dieses Fahrzeug dann doch ein bisschen zu viel. Aber die Driftzone, die könnten wir eigentlich schaffen. Ich muss gerade mal gucken, wo wir da jetzt reinfahren müssen, wo die Driftzone auch beginnt. Ist jetzt nicht unnötig, vorher anfangen zu driften, weil das Auto so oder so schon driftet. So, da vorne fängt die Zone an. Okay, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Das Problem ist, in diesen Steilwänden ist es gar nicht so einfach zu driften. Ah, wir können aber... Ah, pass mal auf. Wir können das Beschleunigungsfeld zu Hilfe nehmen. Und dann dürfte das eigentlich ganz gut gehen. Weil dann haben wir ja ein bisschen mehr Speed hier. Und dann einfach mit mehr Speed driften gibt auch mehr Punkte in Horizon. Und jetzt mit der Zuhilfenahme... Nein, jetzt rutschen wir da raus. Das ist natürlich scheiße. Ja, komm, das reicht. 30.000 müsste reichen eigentlich. War zwar knapp und nicht gut, aber es müsste eigentlich reichen für die drei Flammen, oder? Zack, zack, zack. Jawohl. I love it.
geiles Teil. Und das könnte man auf jeden Fall noch auf die S1 oder vielleicht sogar auf die S2-Klasse tunen, würde ich jetzt behaupten. Weil aus dem Auto könnte man, glaube ich, noch richtig viel rauskitzeln, wenn man es denn möchte. So, jetzt würde ich aber sagen, waren wir noch ein bisschen rennen. Habe ich ja gesagt, hier haben wir noch eine Strecke, die wir noch gar nicht gefahren sind in der A-Klasse. Wir sind noch einiges noch nicht gefahren in der A-Klasse. Lecco mio. Deswegen würde ich sagen, na, verlieren wir keine Zeit, fahren wir hin. Und dann gucken wir mal, wie es da so läuft. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass wir mit dem Fahrzeug hier, aua, von der Supra auf die Fresse bekommen könnten. Aber nur im, ja, Ram-Duell. So, jetzt müssen wir hier links lang, glaube ich. Das sind wir, glaube ich, auch noch gar nicht lang gefahren. Oh, der Park da. Kann man mal machen. Muss man aber nicht. Geil hätte ich es gefunden als Gimmick, wenn sie nicht hingeschrieben hätten, so und so viel Straßen gefahren. Was machen die da? Die parken auch. Sondern irgendwie so und so viel Plastik, weiß ich was, oder diese Steckteile, die haben doch bestimmt auch einen Namen oder sowas. Das hätte ich lustig gefunden, wenn man das irgendwie so reingeschrieben hätte. So einfach, wenn schon Abfuck, dann alles Abfuck. Ja. Fahren die jetzt hier eigentlich auf der rechten oder auf der linken Seite? Ja? Fahren wir jetzt hier nach europäischen Straßenverkehrsordnung oder... Ja. Weiß kein Mensch. Oh yeah. Oh, da müssen wir aber anbremsen hier. Sonst, boah, die Beschleunigungsfelder sind nicht so geil hier. Und ich glaube, wir sind schon da. Nice. Zack. Veranstaltung einrichten. Wir müssen 25.000 Fähigkeitspunkte schaffen. Ich würde sagen, mit dem Fahrzeug kein Problem. Das macht das Fahrzeug schon quasi mit dem ersten Burnout. Naja, nicht ganz, aber ne, so Gefühl schon. Würde ich jetzt mal behaupten. Naja, gucken wir mal. Da-dam, 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 da-dam. Rennen starten. Sind ganz aufgeregt deswegen. Und wenn Sie aufgeregt sind, dann glaubt mir, bin ich auch aufgeregt. Sehr lustig. So, jetzt heißt erstmal irgendwie da durchkommen, durch das Getümmel hier. Ich wollte jetzt eigentlich nicht driften, aber ja, ihr wisst ja, das Fahrzeug macht das von selbst und ist trotzdem schnell. Dennoch dürfen wir den ersten Platz nicht hergeben oder verschenken. Da müssen wir auf jeden Fall, attackieren. Nein, jetzt ist der Multiplikator weg, nur wegen diesem Dreckstreiber-Tar. Und jetzt dreht er uns auch noch. Was ist denn das für ein Penner? Oh Mann, diese Treiber-Tare, dass die immer so auf Tuchfühlung sind. Wir hatten das Ding schon drin, die Fähigkeiten. Und da musste so ein dummer Treiber-Tar uns abrammen und die Fähigkeiten sind weggegangen. Das finde ich hier nicht so cool. Ja, oh, das war klar, das ist jetzt hier Aneck. Ist ja immer so, wenn es einmal schief läuft. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir da halt irgendwo noch sammeln. Brems ab, brems ab, brems ab, brems ab. Ja, das war klar. Ah, oh, Mann. Ja, wir dominieren zwar das Rennen, aber jetzt muss ich halt doch irgendwie das Fahrzeug ein bisschen mehr in die Drifts zwingen. Kostet zwar Zeit ohne Ende, aber ich muss ja irgendwie auf diese 25.000 Punkte kommen. Oh, das hat jetzt mega Zeit gekostet. Nein, ich runter. Als ob ich jetzt runterfliege. Nein, jetzt geh hoch, aber die Punkte sind trotzdem weg. Ach, das ist doch eine Verarsche jetzt. Jetzt will das Spiel mich gerade mobben hier. Ob ich jetzt hier so ganz knapp runtergeflogen bin. Ich glaube, ich war ein bisschen zu überheblich, kann das sein? Problem ist, die fahren jetzt da vorne weg. Ich habe jetzt gerade auch ein bisschen Probleme gerade bei dem Abschnitt, das Fahrzeug hier irgendwie unter Kontrolle zu halten. Ja, war ja klar. Ach komm, echt jetzt. Null Fähigkeitspunkte bis jetzt in dem Rennen. Und das Rennen ist gleich vorbei. Wie will ich denn das jetzt noch schaffen? Nein, jetzt ramme ich nicht. Oh nein, jetzt müssen wir auch noch durch den Ding fahren. Oh, ist doch scheiße. So, jetzt hier aber vielleicht einen schönen, schnellen Drift durchziehen. Nicht dagegen ecken. Ach, komm.
Von 5000 mal ein 5er Bullet. Ja gut, das müsste jetzt aber reichen. Jetzt muss ich das nur noch retten. Irgendwie. Komm, brich ab. Jawohl, geht doch. Ich wollte nur ein bisschen spannend machen, aber die 3er Tage sind manchmal echt... Sind sie schon immer gewesen, ich weiß. Aber hier sind sie irgendwie so gekonnt scheiße. So, komm, rum da. So. Alles ganz einfach. Ja? Ich wollte es nur ein bisschen spannend machen am Ende. Furchtbar. Gut, aber auch hier kriegen wir die 3 Medaillen, die 3, ja, ich nenne es mal Medaillen, ja. Hot Wheels, Flammen, was auch immer. Kann man ja nennen, wie man möchte. Und, yep. 100.000 Credits. Die nehme ich doch sehr gerne mit. Zack, zack und zack. Und fortsetzen. Ja, Design mag ich, gebe ich ein Like drauf. Und ja, wir sind leider schon wieder am Ende der Folge. Wenn es Spaß macht, geht die Zeit dann doch schneller vorbei, als man denkt. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Hat auf jeden Fall, die Folge hat auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht mit diesem geilen, selbst aufgebauten, mehr oder weniger selbst aufgebauten Hot Rod. Und ja, ich würde mich freuen, wenn du auch das nächste Mal mit dabei bist. Wie gesagt, später gibt es da noch eine normale Forza Horizon Ausgabe mit dem aktuellen Forzaton. Ich würde mich freuen, wenn du auch da mit dabei bist. Ich bin raus. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Wuhi.